Hallo Leute, ich bin Daniel. Ich bin David und wir sind eure Deutschlehrer. Auf unserem Kanal findet ihr Videos, die euch dabei helfen, Deutsch zu lernen. Schaut auf unserer Patreon-Seite vorbei, dort bekommt ihr Übersetzungen zu den Videos und weiteres Material zum Deutschlernen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß beim Video. Auf geht's! Am Wochenende habe ich einen großen Fehler gemacht. Am Wochenende habe ich einen großen Fehler gemacht. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Ich bin sehr glücklich in meiner Beziehung mit Lisa. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Ich bin sehr glücklich in meiner Beziehung mit Lisa. Ich bin abends mit ein paar Freunden in eine Bar gegangen. Ich habe ein paar Bier zu viel getrunken und am Ende war ich sehr betrunken. Ich bin abends mit ein paar Freunden in eine Bar gegangen. Ich habe ein paar Bier zu viel getrunken und am Ende war ich sehr betrunken. Dann habe ich ein hübsches Mädchen getroffen. Wir haben uns ein bisschen unterhalten und haben uns sehr gut verstanden. Dann habe ich ein hübsches Mädchen getroffen. Wir haben uns ein bisschen unterhalten und haben uns sehr gut verstanden. Irgendwie sind wir uns näher gekommen und haben uns am Ende kurz geküsst. Irgendwie sind wir uns näher gekommen und haben uns am Ende kurz geküsst. Ich musste direkt an meine Freundin Lisa denken. Sie wird sehr enttäuscht von mir sein. Ich musste direkt an meine Freundin Lisa denken. Sie wird sehr enttäuscht von mir sein. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Ich fühle mich so schlecht. Ich will Lisa auf keinen Fall verletzen. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Ich fühle mich so schlecht. Ich will Lisa auf keinen Fall verletzen. Aber es führt kein Weg daran vorbei, es ihr zu erzählen. Ich muss ehrlich zu ihr sein. Das ist die einzige Chance, die ich habe, dass alles wieder wie früher wird. Aber es führt kein Weg daran vorbei, es ihr zu erzählen. Ich muss ehrlich zu ihr sein. Das ist die einzige Chance, die ich habe, dass alles wieder wie früher wird. Ich werde Lisa jetzt anrufen. Am besten, wir treffen uns und ich erzähle ihr persönlich, was passiert ist. Ich werde Lisa jetzt anrufen. Am besten, wir treffen uns und ich erzähle ihr persönlich, was passiert ist. Hallo Lisa, hier ist Tim. Ich muss dringend mit dir sprechen. Hallo Lisa, hier ist Tim. Ich muss dringend mit dir sprechen. Hallo Schatz, ich habe gerade keine Zeit. Können wir später telefonieren? Hallo Schatz, ich habe gerade keine Zeit. Können wir später telefonieren? Ich wollte nur fragen, ob wir uns heute treffen können. Ich würde gerne mit dir sprechen. Ich wollte nur fragen, ob wir uns heute treffen können. Ich würde gerne mit dir sprechen. Wollen wir nicht einfach telefonieren? Wollen wir nicht einfach telefonieren? Ich würde lieber persönlich mit dir reden, Schatz. Ich würde lieber persönlich mit dir reden, Schatz. Okay, dann lass uns doch in den Park spazieren gehen. Okay, dann lass uns doch in den Park spazieren gehen. Das klingt sehr gut. Dann bis gleich. Das klingt sehr gut. Dann bis gleich. Bis gleich, Schatz. Ich freue mich schon darauf, dich zu sehen. Bis gleich, Schatz. Ich freue mich schon darauf, dich zu sehen. Ich werde Lisa jetzt die Wahrheit erzählen. Ich werde Lisa
jetzt die Wahrheit erzählen. Hallo Liebling, danke, dass du so schnell gekommen bist. Hallo Liebling, danke, dass du so schnell gekommen bist. Natürlich, Schatz. Über was wolltest du denn mit mir sprechen? Natürlich, Schatz. Über was wolltest du denn mit mir sprechen? Ich habe Angst davor, es dir zu erzählen. Ich will dich nicht verletzen. Ich habe Angst davor, es dir zu erzählen. Ich will dich nicht verletzen. Was ist denn passiert? Du machst mich ganz unruhig. Was ist denn passiert? Du machst mich ganz unruhig. Am Wochenende habe ich einen großen Fehler gemacht. Es tut mir leid. Am Wochenende habe ich einen großen Fehler gemacht. Es tut mir leid. Was meinst du damit? Was tut dir leid? Was meinst du damit? Was tut dir leid? Ich war mit den Jungs in einer Bar und habe etwas zu viel getrunken. Als ich betrunken war, habe ich eine junge Frau kennengelernt. Ich war mit den Jungs in einer Bar und habe etwas zu viel getrunken. Als ich betrunken war, habe ich eine junge Frau kennengelernt. Wie, du hast eine Frau kennengelernt? Wie, du hast eine Frau kennengelernt? Irgendwie sind wir uns dann immer näher und näher gekommen. Irgendwie sind wir uns dann immer näher und näher gekommen. Und was ist dann passiert? Und was ist dann passiert? Wir haben uns geküsst. Es tut mir so leid, mein Schatz. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Wir haben uns geküsst. Es tut mir so leid, mein Schatz. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Was? Ihr habt euch geküsst? Aber wir sind doch zusammen. Wie kannst du mir das nur antun? Was? Ihr habt euch geküsst? Aber wir sind doch zusammen. Wie kannst du mir das nur antun? Ich wollte das wirklich nicht. Bitte glaub mir, Lisa, ich liebe dich. Ich wollte das wirklich nicht. Bitte glaub mir, Lisa, ich liebe dich. Wenn du mich wirklich liebst, warum küsst du dann eine andere Frau? Wenn du mich wirklich liebst, warum küsst du dann eine andere Frau? Das war aus Versehen. Ich war betrunken. Bitte gib mir noch eine Chance. Ich flehe dich an. Das war aus Versehen. Ich war betrunken. Bitte gib mir noch eine Chance. Ich flehe dich an. Warum sollte ich dir noch eine Chance geben? Du hast mich betrogen. Warum sollte ich dir noch eine Chance geben? Du hast mich betrogen. Weil ich dich über alles liebe. Ich verspreche dir, dass so etwas nie wieder vorkommen wird. Weil ich dich über alles liebe. Ich verspreche dir, dass so etwas nie wieder vorkommen wird. Du kannst sagen, was du willst. Ich werde dir nie wieder vertrauen können. Das hätte ich wirklich nicht von dir erwartet. Du kannst sagen, was du willst. Ich werde dir nie wieder vertrauen können. Das hätte ich wirklich nicht von dir erwartet. Komm schon, Lisa, wir kennen uns schon so lange. Du kannst mir glauben, dass so etwas nicht noch einmal passiert. Komm schon, Lisa, wir kennen uns schon so lange. Du kannst mir glauben, dass so etwas nicht noch einmal passiert. Ich weiß, dass das nie wieder vorkommen wird, denn ich werde dir nicht die Chance dazu geben. Ich werde dich verlassen. Ich weiß, dass das nie wieder vorkommen wird, denn ich werde dir nicht die Chance dazu geben. Ich werde dich verlassen. Aber das kann doch nicht das Ende von unserer Beziehung sein. Aber das kann doch nicht das Ende von unserer Beziehung sein. Doch, und es ist einzig und allein deine Schuld. Doch, und es ist einzig und allein deine Schuld.
Ich will dich nie wiedersehen. Ich will dich nie wiedersehen. Sehr gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt uns gerne einen Kommentar, wenn ihr ein Video zu einem bestimmten Thema wollt. Auf unserer Website likegermans.com findet ihr weiteres Material zum Deutschlernen. Bis zum nächsten Video. Euer David und Daniel. Viel Spaß!